Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, auch das Jahr 2021 hat sein Remo-Treffen. Ich hoffe, dass es nicht das einzige bleibt. Das ist im Moment noch nicht abzusehen infolge der Corona-Situation. Ja, und während wir hier uns das Panorama der Halle anschauen, ich habe beschlossen, dass ich hier dieses Video nicht komplett zuquatschen will, sondern dass wir hier gemeinsam die Bilder und die Videos genießen. Und ja, ich melde mich dann gegen Ende des Videos bei den letzten Bildern wieder. Bis dahin, viel Spaß. Alle Ruhe, wir sind bei der. Ja, so ein schöner Bahnhof hat, der muss auch warten, das muss man genießen, nicht zu ganz schnell. Bitte? Ja, weil das ist wirklich. Der Sonntag kommt. Also als nächstes auf dem Absteigen. Ach, kommt jetzt. Ja, die sind gleich.
Deswegen bist du hier auch. Aber Vorsicht am Weg noch. Und nächste Frage ist die Oberlöse. Guck mal, wenn wir 2043 ab Oberlöse sind. Das ist richtig. Den Schiebedienst irgendwie in Nano-Proper mit integrieren, dass da halt irgendwas fährst, dann hast du zwischendurch den Schiebedienst. Ja, oder so. Genau, weil dann müssen sie den ja verbleiben und den Schiebedienst machen und können den nicht liegen lassen. Ja. Wappel ich jetzt oder wappelt jetzt die, das Arrangement?
Ja, soweit das Fremo-Treffen in Bardowick 2021, während wir hier den Schattenbahnhof quasi als Talstation und die anschließende Rampe nochmal sehen und hier nochmal das sächsische Formsignal, also Formsignal der sächsischen Staatsbahn, so wäre es richtig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Abend.